das Allerwichtigste bei der Veranstaltung, weil das ist die erste Veranstaltung nach Lockdown, dass wir praktisch alles umsetzen, was derzeit von Gesetz verlangt wird. Wir haben eine zertifizierte Covid-Beauftragte. Ich darf meine Maske jetzt mal abnehmen, weil wir draußen sind im Freien. Drin behalten alle die Leute die Maske. Wenn man sich an die normalen Regeln hält, Abstand hält, nicht umarmt und Hände schüttelt und desinfiziert vorher sollte, ist das Risiko wirklich gering. Da haben Sie das Risiko in den Restaurants wahrscheinlich größer, als wenn Sie zu uns zu einer Tagung kommen. Was man den Leuten geben muss, ist die Sicherheit, dass man sich vorher darüber informiert hat und sich darüber Gedanken macht. Aber worum geht es hier? Das ist Focus Endorep. Das ist quasi unsere dritte Veranstaltung. Wir haben seinerzeit eine Lücke entdeckt. Und zwar, wir haben gesehen, bei den reproduktionsmedizinischen Kongressen in Österreich, es ist zu detailliert IVF und zu Details in Reproduktionsmedizin. Und bei unseren Jahrestagungen haben wir das Gefühl, das ist zu wenig Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Ich werde heute über Lifestyle-Faktoren und Reproduktionsmedizin reden. Und wenn Sie eine junge Frau sehen mit 25, die bei Ihnen ist und Sie sind Gynäkologe, Sie sind kein Kardiologe, aber wenn Sie sehen, sie raucht 2 Packerl am Tag, das gehört auch zu unserem Job, zu sagen, passen Sie mal auf, Sie sind 25 und Sie denken, wenn Sie rauchen, gefährden Sie nur Ihren Herzkreislauf, Lunge, Gefäße. Aber haben Sie gewusst, dass es zu einer Einschränkung Ihrer ovarierer Reserve kommt? Ach, das ist ein wichtiger Faktor. Also ich kenne ja viele dieser Vortragenden. Ich bin ja schon ein etwas reiferes Semester, der noch immer aktiv tätig ist. Und mich interessiert natürlich auch, was die jüngere Generation weiterbringt. Ich habe schließlich jahrzehntelang an der Klinik einen Teil davon auch ausgebildet und bin immer offen für Neues. Ich halte ja vom persönlichen Austausch immer am meisten im Kleinen nicht nur die Präsentation, was können wir alles, was gibt es Neues, sondern wenn man untereinander spricht, was machst du mit deinen Problemkindern, sprich Problempatientinnen, weil die Realität lässt uns ja dann manchmal doch ein bisschen, zeigt uns auf, dass es nicht immer so leicht ist, wie man es gerne sich wünschen würde. Und, was meine Thematik betrifft, werde ich heute berichten über ein spannendes neues Thema, endokrine Disruptoren. Das ist ein durchaus umweltbezogenes Thema. Chemikalien, die sozusagen mit gewissen Reaktionen in Bezug auf den Hormonstoffwechsel zu tun haben. Das ist auch ein EU-weites Thema, das hochinteressant ist. Und ich werde diesbezüglich die Kolleginnen und Kollegen in einem entsprechenden Vortrag über dieses komplexe Thema informieren und anschließend meine Leibthemen, einerseits Kontrazeptiva, andererseits menopausale Hormontherapie. Da gibt es immer wieder neue Aspekte, die wir heute ebenfalls präsentieren. Es ist ganz wichtig, dass wir Ärzte dafür sorgen, dass Fertility Awareness, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, auch ein Thema ist, dass junge Menschen, und das ist, glaube ich, nicht nur ein Thema der Frauen, sondern auch ein Thema der jungen Männer, dass man einfach ein Bewusstsein dafür schafft, dass die Fertilität an biologische Fakten gekoppelt ist und dass man entsprechend entweder Vorsorge trifft, dem zu begegnen, beziehungsweise halt entsprechend frühzeitig dafür sorgt, dass eben das berücksichtigt wird. Wir möchten hier auf das Thema Ernährung allgemein einmal hinweisen. Gesunde Ernährung, es war auch ein Vortrag über zum Beispiel endokrine Disruptoren, wo man es auch das in der Nahrung hat natürlich, also sozusagen Umwelthormone in der Nahrung, schon allein durchs Plastikgeschirr. Und dementsprechend wollen wir da auf Ernährung hinweisen, auf gesunde Ernährung. Generell mal ein paar einleitende Worte zu den Geschlechtsentwicklungsstörungen. Die werden grob unterteilt in die Störungen mit einem numerisch abnormen Chromosomensatz und in die mit einem normalen Chromosomensatz. Aber der Trend geht eindeutig in die Richtung, dass die Patientinnen immer älter werden mit Kinderwunsch und auch mehr Grunderkrankungen schon haben, was sehr wichtig ist. Die Patientin mit 45 hat doch ganz andere allgemeine Erkrankungen als jetzt eine 25-jährige Frau. Das heißt, die Fälle werden auch immer komplizierter, die Schwangerschaften sind kompliziert, es kommt zu mehr Risikoschwangerschaften, Risikogeburten. Und man muss in ehrlicher Weise sagen, dass Wien hier ein Zentrum ist der Endokrinologie europaweit, muss man fast sagen, weil hier diese feinen Ausbildungen und auch die Behandlung mit Hormonen und das Wissen darüber besonders gut
behandelt wurden und auch sehr viel Wissen besteht. Was eben die sehr jungen Mädchen betrifft, wenn es darum geht, dass die eben genetische Erkrankungen haben, dann kommen die meist ja schon eben von einer Kinderärztin, von einem Kinderarzt, sind da schon mehrere Jahre in Betreuung. Und da geht es natürlich auch darum, dass man frühzeitig dann Therapien einleitet, damit es eben gar nicht zu manchen Problemen kommt. Ganz wichtig ist natürlich dann auch immer Aufklärung für späteren Kinderwunsch, also wenn es dann darum geht, können diese Mädchen irgendwann Kinder bekommen und kann man sehr frühzeitig was machen, um eben zu unterstützen und eben auch schon dann zum Beispiel Eizellen kryokonservieren. Und das ist sicher was, wo man noch aufklären kann, dass es Möglichkeiten gibt und dass man diese Mädchen auch frühzeitig dann vorstellt.